sitzen jetzt hier bei uns daheim in der Lobby. Adriano bestellt das Grab. Und dann fahren wir heute in die Stadt. Und zwar machen wir heute ein bisschen Sightseeing. Wir gehen Kuala Lumpur anschauen und lassen uns überraschen, was hier alles auf uns zukommt. Zur Info, ein Grab ist das gleiche wie Uber. Im asiatischen Bereich noch etwas populärer. Wir haben es schon zweimal gemacht und es funktioniert wirklich super. Sehr einfach, unkompliziert, günstig. Wir nehmen euch mit, dass ihr seht, wie das Ganze funktioniert. So sieht das Ganze aus. Ist noch witzig. Wir sind hier. Der Grab bestellt. Der ist hier. Der muss jetzt den Weg zu uns finden. Dauert etwa noch 5 Minuten. Hallo. Hallo, good morning. Bekannt für ein schönes Viertel mit vielen Restaurants, Shops, Shoppingcenter, Unterhaltung, Bars, Nachtleben. So sieht das aus. Ja, wir sind hier, glaube ich, gerade so ein bisschen am Zentrumspunkt von diesem Ort. Warte, kommen wir gerade wieder. So. Wir laufen jetzt hier mal ein bisschen rundherum und schauen uns das an. Das ist übrigens unsere Unterkunft. Nein, Spaß. Hä? Nein. Wir sind gestern Abend noch squashen und Adriano hat brutal am Muskel. Er kommt doch um die Stege auf. Ich kann nicht mehr. Bei jeder Rolltreppe ist er völlig erleichtert, dass er nicht steigen muss. Jetzt ein Kaffee nach dem anderen, besser gesagt Bar. Am Morgen kalt, am Abend motiviert. Du musst schnell die andere Seite zeigen. Natürlich muss es dann Starbucks geben. Ich bin auf der Bahn. Ja, ein Looping-Ding.
Das ist doch nicht normal. Vergnügen mit rumspazieren und schauen, was es so hat. Wir sind ja schon in Bangkok vom Eis gekauft. Überrascht gewesen. So. Ja. Schon ein bisschen. Hotspot, so nennen wir unsere Sehenswürdigkeiten. Aber jetzt. Auf jeden Fall, es tröpfelt schon ein bisschen. Wir hoffen, es kommt nicht so gut regnen wie die letzten Tage und jetzt sind wir den Wald geschafft. Es ist nicht mehr weit. Ich weiß nicht, ob man es von hier sieht. Ja, man sieht es. Dort hin müssen wir. Und schon sind wir hier am Wahrzeichen von Kuala Lumpur. Aber schau mal, wie hoch das ist. Das ist ja Wahnsinn. Fabian anschaut, so gross, und der Turm, riesig. Irgendwo so da soll noch so ein schöner Brunnen sein. Und den haben wir eigentlich noch anschauen, aber erst wenn es dunkel ist. Wir sind wie immer, nein, selten. Es ist selten, dass wir irgendwo zu früh sind. Aber es ist immer zu spät. Zeigen wir mal. Ja. So sieht das aus. Zwischen den Bäumen. Und? Wahnsinnsgebäude. Und wir sind schon wieder im Einkaufszentrum. Und also, hat schon wieder etwas zurückgegeben. Wer gerne shoppen geht, ist in Kuala Lumpur also gut aufgekommen. Jetzt gehen wir noch zum Highlight vom Tag. Das, was wir schon am Morgen darauf gewartet haben. Und jetzt ist der Tag schon vorbei. Können wir euch fragen, ob sie mit uns das Fötterchen machen. Die einen bleiben noch etwas länger. Es ist am dunkel werden. Nachher gibt es hier im Teich oder so ein schönes Wasserspiel mit Beleuchtung. Anscheinend schon fast ein bisschen kitschig, wenn wir uns das Schauspiel. Thank you.
Wir sind auf der Suche nach WLAN. Wir sollten einen Grab haben zum Heiko. Wir haben beide fast keine Akku mehr. Und kein WLAN. Okay, Update. Wir haben es nicht geschafft. Das Handy ist tot. Auf der Suche nach WLAN haben wir zwar von einer netten Dame Hilfe gekriegt. Sie hat ihren Hotspot eingeschaltet. Die haben uns gesehen, dass wir dort verzweifelt am WLAN suchen waren. Dann ist sie zu uns gekommen und hat uns angesprochen, ob sie uns einen Hotspot machen sollen, dass wir WLAN haben. Das haben wir dann gemacht, aber es hat knapp nicht gelangt. Ja. Und jetzt bleibt uns nichts anderes übrig, als das Taxi zu holen. Ja. Nächste Mission startet.